Wohnwagen Fotostudio hier bei Hinfahren. Ich möchte euch heute erzählen, es gibt eine super Lösung, wenn deine Familie sich vergrößert oder du mit deinem Partner einen anderen, also zwei getrennte Schlafplätze brauchst und auf deinen geliebten Kastenwagen nicht verzichten möchtest. Ich habe diese Firma auf der CMT in Stuttgart entdeckt. Die machen also fertige Dächer, die du auf deinen Kastenwagen draufbauen kannst. Und wie das aussieht, das zeige ich dir jetzt. Ich war ja lange mit Kind unterwegs und ich kriege auch immer die Frage von Leuten, hey, ich habe jetzt ein Kind bekommen, muss ich jetzt meinen Kastenwagen abgeben? Wir haben uns damals einen kindgerechten Kastenwagen gekauft. Wenn es diese Lösung damals schon gegeben hätte, wäre es nicht nötig gewesen. Es gibt ein neues Aufstelldach zum Nachrüsten auf jeden Citroën, Fiat und Peugeot. Und zwar heißt das System SkyUp und das punktet auch noch damit, dass es besonders leicht ist. Was natürlich im Kastenwagenbereich, wo wir mit der Familie immer auf Zuladung achten müssen, ein ganz wichtiges Argument ist. Jetzt schauen wir da mal rein. Also es geht jetzt nicht um diesen Kastenwagen, es geht um das Dach auf dem Kastenwagen. Das ist das neue System von SkyUp. Es hat diese Druckluftfedern, hat mehr Raum im oberen Bereich, weil das Dach noch ein bisschen weiter abhebt. Hier könnt ihr das sehen. Das sind ganz leichte Elemente, die da verbaut wurden. Ich habe mir das angeschaut und du brauchst wirklich nur, machst nur einen Tipp und dann geht das hoch. Vielleicht finde ich auch jemanden, der mir das nachher baut. Hier ist der Platz. An der Seite habt ihr Auslassung, das heißt, ihr könnt da lüften. Oben ist ein Fenster möglich. Nach vorne auch ein großer Auslass. Eine Wanne wird einfach auf den Van draufgebaut, der Ausschnitt gemacht. Die passt genau auf den 540er und wenn es 6 Meter sind, dann ist da halt noch ein bisschen mehr Aussparung. Das ist wie so ein Froli-System, das heißt ein sehr, sehr bequemes Schlafsystem. Zum Dach dazu bekommst du auch eine ganz spezielle Leiter. Die ist absolut stabil und wird auch besonders hier befestigt. Und was ich noch vergessen habe vorhin zu sagen, ist, du wirst ja vielleicht auch mal im Winter fahren. Da haben wir jetzt mal das Zelt für den Sommer. Und jetzt fahren wir einfach mal oben drüber, ohne Menschen zu sehen, auf das Winterdach. Du kannst nämlich einfach hier per Reißverschluss das wechseln. Also das ist hier, kannst du es aufziehen und dann kannst du vom Winter aufs Sommerdach und umgekehrt wechseln. Jetzt möchtest du natürlich auch noch wissen, was kostet der Spaß. Also so ein Skyroof zum Nachrüsten kostet 3.900 Euro. Da ist natürlich der Einbau noch nicht mit dabei. Entweder du kannst es selber einbauen, wenn du technisch versiert bist. Das gibt alle Anleitungen von der Firma. Sie suchen im Moment auch Einbaupartner in Deutschland. Also schreib sie an. Sie sagen dir, wo du das einbauen lassen kannst und was dann noch an Kosten auf dich zukommt. Das Spannende ist, du hast das Fenster, was ich jetzt im Moment zugemacht habe, das bleibt dir erhalten. Das heißt, du hast oben auf deinem Dach immer noch ein Fenster, das du aufmachen kannst. Dann das Gewicht ist natürlich interessant. Dieses Dach kostet dich noch 100 Kilo Gewicht. Also, da wir sie noch was aus dem Auto ausschneiden, sind das 90 Kilo mehr, die du rechnen musst. Und das ist gerade, wenn man mit mehreren Personen fährt, eine ganz wichtige Sache. Also 90 Kilo mehr. An Höhe kommen 2 cm dazu. Das ist das, was das Dach aufträgt. Es wird nicht in die Fahrzeuggeometrie eingegriffen. Das heißt, die Rillen oben auf dem Dach und auch die Träger, die bleiben erhalten. Das wird nämlich auf das Fahrzeug draufgesetzt. Und auch das Schlafen, das Gewicht des Schlafenden geht auf das Fahrzeug drauf. Dieses Dach gibt es mittlerweile für Citroën, für Fiat und für Peugeot und zwar ab Baujahr 2006. Also wenn du ein Fahrzeug ab dieser Zeit hast, kannst du dieses Dach drauf bauen. Das ist auch zugelassen. Du musst also keine Umbauten an deinem Fahrzeug vornehmen, sondern nur das Fenster größer ausschneiden. Vorne das Fenster, unter dem ich gerade sitze.
Ja, und was musst du noch wissen? Andere Fahrzeugmarken sind im Moment noch nicht möglich. Sie sind angefragt bei der Firma, aber das gibt es noch nicht. Sie sind schon am Überlegen, jetzt je nachdem, wie das einschlägt. Genau. Ich finde, das ist eine sehr gute Lösung. Vor allen Dingen brauchst du deinen geliebten Kastenwagen nicht zu verkaufen, wenn du eine Familie bekommst oder wenn du mit den Partnern in verschiedenen Betten schlafen möchtest, wenn du einfach nur etwas Platz brauchst. Sommer- und Winterdach, das gefällt mir gut. Du kannst auch ein Solarfeld, drei Solarfelder, 100 Watt kannst du mitbestellen. Also da bist du auch auf der sicheren Seite. Jetzt kriegen wir extra noch gezeigt. So geht's runter. Ja, bisschen Druck. Und einfach so drückst du hoch und schwupps. So besser ging es bei meinem Camper früher auch nicht. Und viel besser per Hand als mit elektrisch, weil ich habe schon einige stehen sehen, die brauchten dann den Rettungsdienst für Autos, weil das Dach nicht mehr zuging, weil die Elektronik gesponnen hat. Also hier mit dem Dach hast du da mit keine Probleme. Du hängst dich einfach an die Schlaufen dran und dann geht es schon alleine runter. Und was ich auch immer gefragt werde, ist dann jetzt auch noch eine Markise möglich. Also mit diesem Dach kannst du auch eine Markise zusätzlich montieren. Wie das Ganze aussieht, kannst du auf der Seite der Firma schauen. So, ich hoffe, dir hat dieser kleine Beitrag gefallen und du hast weiter Spaß an deinem Kastenwagen. Liebe Grüße von Katja von Hinfahren. Wir sehen uns. Viele weitere Tipps. Schaue bei mir auf der Homepage vorbei unter www.hin-fahren.de und abonniere doch meinen Kanal und nimm auch die Glocke, dann verpasst du nichts mehr, weil ich werde weitere Filme online bringen. Tschüss!